So, wir sind inzwischen bei den Credits bei Klanka, dem dicken Hai. Und bald ist es hoffentlich vorbei, denn ich will weiter zocken und die Party sehen. Tanktub, More Scratching, John Napper. Mann, ich kenne die Typen alle gar nicht. Oh, Mr. Wile. Oh, was ich denn hier? Nüsse! Ich liebe Nüsse! Aber erstmal ein paar Erdnüsse fressen. Gesalzene Erdnüsse. Mein Spezial-Knabbertipp bei Fernsehabende. Oder irgendwas anderes, was salzig ist. Schmeckt geil. Ihr könnt ja auch das Zimmer verdunkeln, bei Let's Plays anmachen und dann schön Chips essen. Nein. Wotza. Oder Wusa. Wusa. Was die sie alle für Künstlernamen nehmen? Gavin Grubblenhood. Steve Mr. Wild Malpass. Also ich bin... Oh nein, ich muss nicht meinen Hinternamen sagen. Ich sag ihn einfach. Ich bin Marcel Link Schumacher. ja, mein Nachname ist cool. Vor allem, er wird ohne H geschrieben, also nicht Schuh. Kein Schuh, einfach nur Schumacher, wie der Rennfahrer. Wir sehen meine Unterschrift M. Schumacher, kann man auch verwechseln, ne? Michael Schumacher und so. Egal, Benjo. Hier ist Trunka, dem wir ja geholfen haben. Und der ein bisschen lahmarschig klar labert hier. Mach doch mal hin, ne? Ich will die fette Party am Ende sehen, die ist cool. Party, Mann, mach Party, ich will Party machen. Alter, hat der viel aufgezählt. Aber was soll's, Mann? Und Gobi, wer hat denn Gobi wieder angekettet? Ich denke, der ist in der Lava-Welt. Naja. Mozarts Hand. Claude Chimpy Moyes. Markus Flotsam Finzer. John Juju Craft. Dallas Scrabby Gokumon. Und Julie Bottles Barakoff. Oh mein Gott. Was sind denn das für Typen, ey? Strange Noisemakers. Ist ja geil. Anscheinend hat irgendein Typ anscheinend so und so gemacht. Vielleicht sind die ganzen Rülpser oder sowas. Alles echt. Ist ja geil. Noah Big Sangs. Ey, voll sind eklige Logos. Aber Rare, die Firma Rare hat irgendwie auch schon so einen Titel, dass die ein bisschen versaut sind. Also vor allem Conker's Bad Fur Day, Alter. Habe ich nie gespielt. Hey, wäre vielleicht sogar ein cooles Blind Let's Play. Na, mal gucken. Muss ich mir notieren. Alter, dauert dieser scheiß Abspann lange. Na, wir sind ja schon in der letzten Welt hier. Können ja bloß noch der Adler kommen und Nabnot, und dann müsste aber schon gewesen sein hier. Den Weg mal hier endlich mal hinmachen. So, der Adler. Moving and shaking. Tim Tanktop Pupen. So, jetzt noch der komische. Ja, jetzt müsste dabei gewesen sein, oder? Copyright. Nintendo Ware LTD. Game by Ware. Time M. Und produced by Ware. Presented by Nintendo. Nintendo. Also, und natürlich Banjo und Kazooie. Keuch, Schnauf. Es geht nicht schneller. Hey, wir haben einen Gegner übersehen. Ist so geil, die treffen den nicht, ey. Das wäre erledigt. Bei diesem Emulator treffen die den nie. Auf N64 machen sie die Mürübe platt. Genau, jetzt steigt die fette Party, Alter. Jawohl, Alter. Der Goldfisch. Voll auf dem Grill. Wie brutal, Mann. Ah, das war damals noch so richtig geiler Humor. Ah, Bär und komisch Vogel Mumbo. Viel geholfen, Hexe zu besiegen. Ja, du hast ja Arsch gemacht. Du hast das bloß verwandelt. Ja, aber ohne meine coolen Moves hätten sie das nie geschafft. Alter, Mann. Ich brauch bloß diese coole Sonnenbrille und schon battle ich euch alle. Banjo und ich sind die wahren Helden des Spiels. Des Spieles. Was steigt denn hier für eine Party, Mann? Die Hexe ist doch noch okay, ist doch noch auf freiem Fuß. Macht den Grauen ein Ende. Oh fuck, Alter. Rückwärts. Oh scheiße. Oh. Alter, voll rückwärts, Alter. Ich hab keine Lust, Mann. Und ob du Lust hast. Yay, Mann. Ist voll cool. So. Und weiter geht's.
Ey, ihr könnt die Preise immer noch nehmen. Ah, ne, alle weg. So. So. Oh, scheiße, ey. Jetzt sind wir hier ganz oben bei der blöden Hexe. Aktivieren den Port. Okay. Gut. Dann war da oben zwar noch gerade ein Leben, aber das brauche ich nicht. Ich sage es bloß, damit ihr nicht denkt, ich bin totaler Pfosten und sehe das nicht. So. Okay. So, da jetzt so lang zu den komischen Foltermaschinen, da ist aber nicht weiter. Bald wird dem Bären der Pelz verbrannt. Seht mein Bild dort an der Wand. Ich finde dieses Bild so nett. Erst viele Puzzleteile machen es komplett. Okay, und hier haben wir sie alle. Oh, Bären und Vogel sind richtig fies. Das finde ich ja jetzt mal richtig mies. Boah. Stinkt das da drinnen, Alter. Voll der eklige grüne Rauch. Ah ja, jetzt können wir richtig geil die ganzen Dinger hier aufmachen, weil wir schön fleißig Noten gesammelt haben. So. Hier kriegen wir unseren Federvorrat aufgefüllt. Höp. Swoo. Hier bekommen wir unseren Eiervorrat aufgefüllt. Höp. Swit. Ditte hier ist richtig geil, mach ich aber zum Schluss. Weil ich so fies bin. So, okay. Hier kriegen wir unseren Federnvorrat aufgefüllt, unseren rote Federn. Geil, Mann. Höp. So, und hier ist das Hammergeil. Mann, puh, was für ein ekelhafter Gestank. Alter, Mann. Was willst du denn, Alter? Ein Wunder, dass dich überhaupt jemand mag. Stinkkessel. Was meint der komische Vogel? Sie wollte nur nett sein und fragen, ob die Hexe irgendwo ist. Die Hexe ist oben auf dem Dach. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch da hinballern. Die hässliche Alte. Alter, was? Schweig still, du armer Topf. Sonst hast du diesen Topf. Das Spiel hier ist erst vorbei, koche ich in dir Spinnenbrei. Ihhh. Keine Panik, Mann. Wir ballern hier voll in die Fresse, dass ihre Nase noch krummer wird. Alles klar? Ja, das war geil. Hört sich gut an. Also springt hinein und ich schieß euch weg. Ihhh, hineinspringen ist ja ekelhaft. Es stinkt so eklig. Kasumi, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt treten wir der Hexe in den Arsch. Aber vorher muss ich noch ein paar Puzzleteile loswerden. Oh yeah. Der Hahn. So, hier ist das letzte Puzzlebild, was 4 Puzzleteile braucht. Die ich auch schön einzeln mache, weil der Part eh gleich noch nicht so schnell vorbei ist und ich noch ein bisschen Zeit schinden muss. So. Ah, eine Honigwabe. Und jetzt haben wir doppelt so viel Energie, Alter. Als hätten wir jetzt mit einem Schlag 8 Honigwaben bekommen. Hammergeil, oder? So, wir haben alles aufgefüllt. Wir sind komplett ausgerüstet. Wir können der Hexe so derbst die Fresse polieren. Dass ich es euch erst im nächsten Part zeige, okay? Gut. Was gibt's denn hier noch so Schönes? Neulich hat die Hexe in mir eine Suppe aus Krötenschleim und Fledermausflügeln gekocht. Ekelhaft. Ja, das ist ja richtig eklig. Aua! Das Abenteuer ist bald aus. Geht besser schnell nach Haus. So, wie funktioniert denn die Maschine hier eigentlich? Ey, hier sind noch Türen. Wo es hier wohl lang geht? Alter, die ist voll die Riesentüren, Alter, mit der Hexe doch durchpasst, die fette Sau. Naja, wo geht's hier lang? Ach, keine Ahnung. Will ich auch gar nicht wissen. Bestimmt zum Klo oder zum Dessous-Schrank der Alten. Egal. So, genug Zeit geschindet. Im nächsten Part hauen wir der Hexe so was aufs Maul, das lobt der ja nicht. Ich hoffe, ich schaff's am ersten Mal. Okay, wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir in Dingpot reinsteigen und er uns direkt nach oben katapultiert. Ich hoffe, ich schaff die Hexe in einem Part. Wenn nicht, dann... Also bis dann. Ciao und immer schön kommentieren, abonnieren und ich freue mich so doll, wenn ihr euch freut, freue ich mich auch. Also bis dann. Ciao.